Sie sind sicher einig mit mir, sauberes Wasser ist nicht nur wichtig für unsere Krebs und unsere Fische, sondern letztlich auch für uns Menschen zum Überleben. Wenn Sie auf dem zweiten Bild schauen, sehen Sie dort den Absturz, halben Meter und mehr, haben wir über 4.500 in unserem Land. Solche Abstürze, kaum ein Land hat seine Gewässer derart verbaut und vergewaltigt, wie das die Schweiz gemacht hat. Für was machen Sie so einen Absturz in das Gewässer? Energie zu vernichten, genau. Man will die Fließgeschwindigkeit brechen. Das Problem ist, durch das Gefälle, wenn der Wasserspiegel steigt, im Fließgewässer nimmt das Tempo zu vom Wasser. Und immer wenn es in eine Kurve kommt, kann es reinschiessen und dort dann zu Beschädigungen kommen und zu Überschwemmungen. Darum bauen wir solche Abstürze reinbauen. Was ist die Logik? Das Wasser geht über die Pfahlen ab, es gibt einen Retourwalzer und dann läuft es weiter. Sie sehen darum immer wieder unten an diesen Fällen etwa Styroporklötze, die am Tanzen sind und einfach nicht wegkommen. Oder ein Bölle. Und das ist genau das. Wegen dieser Retourwalze bleibt er kleben. Die Schwimmer wissen auch an den grossen Flüssen, nicht zu nahe an die Pfähle schwimmen, weil die Wasserwalze kann die einen auf einmal unter den Fall unterziehen. Jetzt für die Fische hat der Absturz aber die gleiche Konsequenz, wie wenn ich innen als Automobilist einen Baumstamm über die Straße lege. Es ist fertig mit durchgehen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber komm, das ist doch keine Sache, einen halben Meter für eine Forelle, das macht doch die Gumpe. Tatsächlich, wenn Sie mal einen Reinfall rausgehen, können Sie ja mit dem Boot mit dem Stein, mit dem Reinfall rausfahren, beim Stein aussteigen. Und dann, wenn Sie auf die Schaffhausenseite schauen und Sie sich reinbreichen, werden Sie es erleben, das ist ein Schauspiel, da einer nach dem anderen kommt, Meter, Meter, 50 Gumpen, die locker in den Reinfall hin. Das kann der Fisch aber nicht aus dem Stand. Er braucht eine Beschleunigungsstrecke, die er den Anlauf holen kann, zum Ugumpen. Man sagt als Faustregel, ich muss mindestens anderthalb Mal von der Fallhöhe als Tiefe haben, als Ausmaß. Man sagt ihm einen Kolken mit ausreichender Ausschwemmung und Ausdehnung, wo er Beschleunigungsstrecke kann holen kann, zum Ugumpen. Leider hat man früher sehr oft Seitenflanken und den Boden darunter relativ hart verbaut. Wieso hat man das gemacht? Wegen dem Ausschwemmen kann das Bauwerk nicht abkippen. Und so haben sich die nötigen Ausdehnungen gar nicht bilden können, die der Fisch als Anlaufstrecke braucht. Und dann ist es auch keine Chance mehr zum Durchkommen. Für Kleinfisch ist selbstredend, dass nur schon 20 cm Höhe kaum mehr zu überwinden ist. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, im Zusammenhang mit der Genetik. Das ist eines der ganz grossen Ansprüche, die wir haben in der Fischerei, dass die Fischgängigkeit wiederhergestellt wird. Heute sind wir in der Lage, die Abstürze so zu konstruieren, dass die Fließgeschwindigkeit gebrochen werden kann, aber die Fischgängigkeit erhalten bleibt. Und das eben nicht nur im gleichen Gewässer, sondern auch die seitliche Anbindung im Bach ist etwas ganz, ganz wichtig, vor allem auch für den Austausch und letztlich dann eben für die Genetik. Dann auf der nächsten Seite. Die Renaturierungen, das haben wir das letzte Mal schon intensiv miteinander angeschaut. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Dann der nächste Punkt. Hochwassersituation generell. Ich glaube, das haben Sie ja selber bemerkt, dass die Ereignisse extrem zugenommen haben. In den letzten Jahren insbesondere die Kleinräumigkeit, wie die Gewitter oben runterkommen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn Sie natürlich so eine Sedimentendichte haben, wie Sie hier Abbildung sehen auf dem Bild, und Sie haben da noch kurz vorher einen Jungfisch, vielleicht Besatz mit Forellen gehabt, dann kannst du die Fische natürlich schwingen. Das ist chancenlos, die Sedimentendichte, das geht in die Kiemen und macht zu. Fertig. Wasserkraft. Wenn Sie noch einmal weitergehen, haben wir noch mal die drei Problemzonen. Wir haben die das letzte Mal schon angeschaut, miteinander intensiv. Wir haben den Fisch abgeschieden, ist klar, geht in die Turbinen rein. Dann haben wir die Restwassermenge, Schiebhaushalt. Das in der Summe fatal für den Lebensraumwasser. Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass vor zwei Jahren die erste Studie bekannt geworden ist von Armin Peter, die geschaut hat, ja, wie funktioniert denn eigentlich der Fischaufstieg. Bis jetzt hat man gemeint, der funktioniert. Und ich muss Ihnen sagen, selbst der funktioniert nicht wirklich gut. Bei den Salmoniden hat man eine Quote von 30% und bei den Zypriniden hat man eine Quote von 60%, die den Aufstieg annehmen, die anderen gehen einfach nicht drin. Also Sie sehen, auch der Aufstieg funktioniert eben nicht wirklich gut. Der Abstieg ist eh chancenlos. Nebendran haben wir etwas ganz Verrücktes. Das sind die Wasserkraftwerke, die Sunk und Schwall machen. Das ist sogenannter Spitzenstrom, die europäische Strombörse ist in Leipzig. Da haben sie
Stündlich wechselnde Stromkurse, morgen um 7 Uhr, die Leute stehen auf, die Maschinen gehen an, der Zug geht an, Stromverbrauch steigt, also steigt der Preis. Jetzt machen die im Flusskraftwerk die Fallen auf und jetzt innerhalb von wenigen Minuten steigt der Wasserpegel 1-2 Meter an. Sie haben eine Hochwassersituation, einen Tsunami, wo durch den Bach oder durch den Fluss durchgeht. Der spuckt durch eine Stunde, zwei Stunden und dann geht das Wasser wieder runter. Sie sehen dann, wie das aussieht, eben im Schwall, das ist, wenn viel Wasser kommt, oder im Sunk, wenn wenig ist, dann bilden sich so Pfützen mit stehendem Wasser, wo dann oft Kleinfisch, Elämter in ihnen zugrund gehen oder auch Nährtier, weil sie gar nicht so schnell in das kleine Rinnsal zurückkommen, wo noch vor ihnen bleibt, am Schluss, wenn die Falle wieder zugegangen ist. Ich habe das letzte Mal gesagt, der Film Einstein vom November vom letzten Jahr. Schauen Sie sich den nochmal an über rein. Dort wird das genau gezeigt und da sehen Sie auch Kleinfischgruppen, wie die nachher elends zurückgehen in diesen Tümpeln. Das ist x-fach dokumentiert. Das ist wirklich etwas Perverses und ich glaube, ich muss Ihnen nicht weiter erläutern, wenn ich Ihnen sage, dass unsere Fische nicht nach dem Zyklus von der Börse Leipzig haben. Das ist etwas Wahnsinniges. Gerade im Rheintal, wo wir ja mit den grössten Fischrückgängen zu beklagen haben, wird genau so das Wasser erzeugt, der Strom. Sie sehen den vom Thomas Dems vom Kraftwerk. An diesen Gewässern haben sie ja immer Tafeln angegeben, die den Fußgänger warnt. Man soll immer den Wasserspiegel beobachten, nicht zu nahe am Wasser laufen, weil das kann steigen, ohne dass es geregnet hat. Das ist dann immer der Hinweis für eben den Sunk- und Schwallbetrieb. Dann nächste Seite. Kläranlagen ist etwas, das mich sehr beschäftigt, manchmal auch belastet zunehmend. Unsere Eltern hatten noch den Vorteil, in Anführungs- und Schlusszeichen, Vorteil gehabt, im letzten Jahrhundert, wo wir noch keine Kläranlagen hatten, wo noch das ganze Abwasser in die Flüsse rausgelaufen ist, wo wir auch noch das Phosphat in den Waschmitteln hatten. Gehen Sie das mal ein, in der Google. Eutrophierung der Schweizer Gewässer mit den Bildern, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. He? Die braunen, grünen, schäumenden Flüsse, stinkend. Zürichsee schnelle Badeverbot, he? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. In der Folge hat man dann das Phosphat in den Waschmitteln verboten. Man hat Kläranlagen gebaut, das war eine Meisterleistung, die die Schweiz da vorgebracht hat. Und man hat vieles verbessert. Der Fluch ist, die heutigen Problemstoffe, die sehen sie nicht mehr und sie schmecken sie auch nicht mehr. Sie sind zusammengefasst unter der sogenannten Mikroverunreinigung. Mikroverunreinigungen selber können sich wieder in drei Teilbereiche aufschlüsseln. Das eine sind Medikamentenrückstände, das andere sind hormonaktive Stoffe und das dritte ist die Mikroplastik. Wenn wir gerade mal anfangen bei den Medikamentenrückständen, der Schweizer gehört mit zu den Weltmeistern, was den Pro-Kopf-Konsum an Medikamenten betrifft, erhebliche Anteil von diesen Substanzen werden über den Körper, über den Urin, insbesondere ausgeschieden, gehen die Kläranlage und können dort zurzeit nicht gereinigt werden. Sie haben vor zwei, drei Jahren, ist es jetzt gewesen, in der Tagesschau gehört, in Lausanne, wo das Spital gut entwässert in Genfersee, dass man die ersten Bakterienstämme können anweisen mit Antibiotikaresistenzen. Da hat man natürlich eine höllische Angst, was bedeutet das? Ich bin jetzt gerade an einem Seminar wieder an der IAWA in Dübendorf zu der Frage der Giftstoffe in den Sedimenten von den Ufern von der See. Und dort haben wir auch einen Abschnitt gehabt über Kläranlagen und da werden zunehmend resistente Keime auch bei der Einleitung der Kläranlagen festgestellt. In der Schweiz sterben im Moment rund 2000 Menschen pro Jahr an diesen resistenten Bakterien und Keimen. In Europa gesamthaft sind es rund 25'000. Also da haben wir ein größeres Problem, das am Laufen ist und da täten wir gut an, dem wirklich auf den Grund zu gehen. Das Zweite, das sind die hormonaktiven Stoffe. Das hat angefangen ursprünglich mit der Antibabypille. Bis zu 30% von diesen Hormonstoffen werden vom weiblichen Körper ausgeschwemmt. Und das kann dazu führen, dass die männlichen Fische neben den Genoden, also den Hoden, auch noch Eierstöcke entwickeln. Ich meine, man muss sich das mal auf die Zunge vergehen. Noch bis vor weniger Zeit haben wir die Hälfte im Thunersee von der Felchen sind beigeschlechtlich gewesen, ne? Zwittrig. Aber haben neben den Genoden auch noch Eierstöcke gehabt. Wenn wir so Entwicklungen bei einem Säugetier hätten, dann wäre schon lange ein Aufschrei durchs Land gegangen. Ich weiss nicht, was es braucht, dass wir endlich merken, dass im Wasser etwas ganz fulminant daneben läuft. Offensichtlich kommt der Fisch einfach nicht der gleiche Schutz
zugesprochen, über wie das ein Warmblüter tut. Viele Leute können Fisch nicht anlangen, die schlüpfig, grusig, essen auch keine Fische. Irgendwie hat er einfach nicht die gleiche Zuneigung, die ihm zukommt. Man hat jetzt einen weiteren Stoff gefunden, der hormonaktiv wirkt. Das sind die sogenannten UV-Blocker. Die hat man zu Beginn in der Sonnencreme gehabt, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Heute werden die UV-Blocker auch gebraucht, an vielen Orten, wo man Farben braucht, Kleider, Printmedien und so weiter, damit die Farben nicht so schnell ausbleichen an der Sonne. Und mit den Nanotechnologien kommen natürlich auch immer wieder neue Stoffe dazu. Im Moment können wir 3000 verschiedene chemische Stoffe im Wasser nachweisen. Man hat dann in der Folge zwei Kläranlagen in der Anrüstung gehabt, mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe, die jetzt in der ganzen Schweiz kommt. Das eine Verfahren ist Aktivkohlefilter als zusätzliche Reinigungsstufe und das andere Verfahren ist die Ozonisierung vom Abwasser. Das machen wir übrigens ja schon bei der Trinkwasseraufbereitung, tun wir schon länger ozonisieren. Mit diesen beiden Verfahren bringen wir bis 80-85% der Giftstoffe raus, von diesen Mikroverunreinigungen. Das BAFU hat gerechnet mit rund 1,2 Millionen Investitionen pro Jahr für die 100 grössten Kläranlagen und irgendwo, je nach Reinigungsstufen, die man dann nimmt, hat man um die 6% plus minus höhere Betriebskosten, also Energiekosten auf der ARAS. Seit dem letzten Jahr, seit dem 01.01.2016, zahlt jeder Kopf in der Schweiz, wer ein Eigenheim hat, hat es ein bisschen früher gemerkt, auch Kinder, zahlt 9 Franken mehr pauschal für die Abwasserreinigung. Das gilt für die nächsten 20 Jahre. Und damit wird ein Fonds geäuft, wo dann jetzt die Nachrüstung von den 100 grössten Kläranlagen daraus finanziert wird. Wenn man das im ersten Moment hört, denkt man, wow, gute Sache. Wenn man es genauer anschaut, kann es nicht wirklich ganz zufriedenstellen, denn die Umrüstungsdauer von 20 Jahren scheint doch extrem lang. Und vor allem müssen Sie wissen, ist dann erst 20% von der Bevölkerung angeschlossen. 50%, Entschuldigung, von der Bevölkerung angeschlossen. Die anderen 50% läuft die Soße immer noch nach wie vor raus. Und es ist für mich unverständlich, dass wir in einem Land wie der Schweiz sagen, wir hätten das Geld nicht für alle Kläranlagen. Dann, wenn Sie gesehen haben, was die Banken noch vor kurzem in Sand gesetzt haben, dann ist das ein Pappenstiel, die Milliarde. Und wenn wir zu wenig Geld haben tatsächlich, dann stellt sich doch die Frage, wieso das Verursacherprinzip nicht einmal zur Anwendung kommt. Denn die Giftstoffe im Wesentlichen kommen aus der Pharmaindustrie, es sind Pestizide, es sind Chemie, aus den Medikamenten. Wenn Sie heute einen Fernseher kaufen, dann haben Sie die Entsorgung schon gezahlt, Sie haben eine vorgezogene Entsorgungsgebühr. Wieso das bei den Medikamenten nicht so möglich sein soll, ist für mich unverständlich. Aber Sie sehen auch hier wieder, was Chemie, wenn Sie allein den Jahresgewinn von einer Schweizer Chemie nehmen, könnten Sie die Milliarden locker finanzieren. Aber man tut lieber die Gewinne privatisieren und die Kosten, die entstehen, tun wir nachher sozialisieren und kann den Steuerzahler übernehmen. Das ist eigentlich eine unerträgliche Situation. Wo ich vor 2 Jahren am Badischen Bahnhof von der Nordwestschweizer Hochschule an einer Tagung war zum Thema Elimination von Mikroverunreinigungen im Kreislauf Wasser, hat es einen Speech gegeben von einem grossen Schweizer Chemieunternehmen. Der war ein Humanmedizin, der im Risk Management arbeitet. Und er hat sich dazu verleiten lassen, zu sagen, und ich habe gemeint, er würde seinen Speech verwenden, um uns zu erklären, was Chemie unternehmen, um den Eintrag zu reduzieren. Sie glauben es nicht. Er hat seinen Speech nur dazu verwendet, ein Abwehrdispositiv aufzubauen, um zu erklären, wieso Chemie in keiner Haftung stehe. Und er hat sich dann zum Schluss sogar dazu verspieft zu sagen, und im Übrigen hat ja noch niemand bewiesen, dass nur wie die Weibli jetzt auch noch, oder wie die Männchen auch noch Eierstöcke überkommen, wegen dem die Reproduktionsfähigkeit eingeschränkt wird. Ich meine, da fällt ihnen einfach nur der Kiefer runter, wenn ihnen Manager-Typen solche Aussagen machen. Also das ist wirklich etwas Verrücktes. Und da wäre ich sehr zu wünschen, dass da ein Umdenken kommt. Was ich möchte, ich den Appell richten, damit sie Wasser nicht verschmutzen, dann muss es auch nicht gereinigt werden. Und einfach so als kleiner Denkanstoss. Ich meine, schon vor 50 Jahren, wenn man auf die Toilette ist, haben sie nicht nach rosem Wasser geschmeckt. Früher haben sie ein Zündhölzchen angehängt. Was machen wir? Heute hängen wir Chemie-Scheisse an. Kein Mensch überlegt sich, wie wir das wieder aus dem Wasser rausbringen. Und Sie müssen wissen, chemische Geruchsstoffe können Sie nicht reinigen in einer Kläranlage. Und ich kann Ihnen versichern, die Forelle hat keine Freude, wenn sie uns im Rosenwasser umeinander schwimmen. Und für was? Damit es ein bisschen gut schmeckt auf unserer Scheisse.
ein absoluter Irrsinn. Im Übrigen stellen die chemischen Geruchstoffe auch im Verdacht, dass sie Botenstoffe, die der Fisch hat, die ihm helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu schaffen, also die natürliche Abwehrkraft, Reinigung, die er hat, dass die langgelegt wird durch die chemischen Geruchstoffe. Es gibt heute Indizien, die darauf hinweisen. Also man hat dort angeschaut, den Irrsinn, den es überhaupt nicht braucht von diesen Produkten. Nehmen Sie das Zeug aus den Toiletten raus. Es geht wirklich auch gut. Ohne, da könnten wir auch einen Teil dazu beitragen, dass sich die Situation ein bisschen verbessert. Dann, die einen müssen schon eine Seite weiterschlagen, weil wir ja schon das neueste Lehrmittel haben, die einen. Dann kommen wir zu den alten Mülldeponien. Leider auch das, eine never-ending story. Wir haben alle, in allen Gemeinden, alte Mülldeponien. Die meisten von ihnen sind zu jung, da innen, um überhaupt noch zu wissen, wo die sind. Jetzt ist einfach im wahrsten Sinn vom Wort Gras drüber gewachsen. Aber Sie müssen wissen, bis vor 40 Jahren haben wir keine Kehrichtverbrennungsanlage in unserem Wald gehabt. Man hat alles ins Loch abgeschossen. Wir haben aber schon vor 40 Jahren Batterien gehabt. Aber die hat niemand rezykliert. Das ist einfach alles ins Loch abgekommen. Jetzt im Moment haben alle Gemeinden wieder den Auftrag bekommen, in der ganzen Schweiz. Sie müssen wieder die Abklärungen treffen, sie müssen Bodenproben und Untersuchungen machen. Sind die alten Mülldeponien noch dicht? Wenn wir, das ist immer wieder mal vorgekommen, dass wir zu hohe Schwermetalle in den Fischen hatten, in bestimmten Gewässern, die deshalb geschlossen werden mussten. Fast immer sind sie im Zusammenhang mit alten Mülldeponien gestanden, wo irgendwann Leck laufen können. Da ist es wichtig, dass wir wirklich die Sanierungen endlich an die Hand nehmen und nicht einfach meinen, die kommenden Generationen können dann das Seich ausbaden, das die heutigen und die vorletzten vor uns angerichtet haben. Also das ist für mich auch vom Generationenverständnis her eigentlich auch eine Frage vom Anstand, dass man das jetzt realisiert. Es hat da ein interessantes Projekt gegeben, vor zwei Jahren in Perlen, ist die modernste Kehrichtverbrennungsanlage aus Netz gegangen, das ist eine luzernische. Die Kehrichtverbrennungsanlagen haben immer in den Sommermonaten, wenn die Sommerferien sind und an Weihnachten, eine Unterlast auf den Höfen. Das hat vor allem damit zu tun, dass eben die Wirtschaft auch nur auf Halbmast fährt wegen der Ferien. Und da ist jetzt erstmals aus dem angrenzenden Aargau eine alte Mülldeponie ausgepackt und verbrennt worden. Das ist eine gute Sache. Für die KVA hat sie zusätzliche Leistung für die Töfe gebracht. Und man kommt mal ein Gefühl über, was jetzt so eine Sanierung kostet. Ich hoffe sehr, dass das Beispiel auch Schule macht im Umfeld von anderen Kehrichtverbrennungsanlagen, dass man die Sanierung jetzt endlich an die Hand nimmt. Dann die Strassenentwässerung. Wenn wir ja heute 5 cm Schnee auf der Straße haben, dann ist ja das bald wie in Süditalien. Der Verkehr bricht zusammen, als wenn wir noch nie Schnee gesehen hätten. Also was machen wir? Wir tätschen wie die Pick den Salz auf die Straße. Der Salzverbrauch in der Schweiz hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Wir haben aber nicht doppelt so viele Strassen bekommen. Und wir haben schon gar nicht mehr Schnee bekommen. Aber es zeigt, wir tätschen offensichtlich prophylaktisch immer mehr Salz raus. Woher geht das Salz? Ins Wasser. Gerade der Grossteil kommt direkt ins Wasser. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben das Mischsystem. Viele Gemeinden wechseln jetzt vom Mischsystem aufs Trennsystem. Was bedeutet das? Gemeinden müssen die Fläche, wo sie versiegelten Boden haben, Häuser, Strassen, Plätze, wo sie das Wasser sammeln und in die Mischleitung, in die Kläranlage schicken, müssen sie der Kläranlage Entschädigung zahlen. Für die Wassermenge. Da gibt es genau einen Schlüssel, wie man das tut, errechnen. Und weil die Gemeinden überall am Sparen sind und nicht mehr so viel zahlen wollen, trennen sie die Leitungen heute auftrennen und die Siedlungsentwässerung separat in einem Rohr führen. Das ist dann eben das Trennsystem und führen das direkt in die Gewässer raus. Und das hat jetzt natürlich zur Konsequenz, dass der Anteil von der Menge Salz immer grösser wird, der direkt in die Gewässer rausgeht, Jahr für Jahr. Wie immer mehr Gemeinden die Umrüstungen jetzt machen. Und ich glaube, Sie sind einig mit mir, dass wir ja Süßwasserfische in unseren Gewässern haben und kein Salzwasser. Pneu, aus was besteht Pneu? Hauptsächlich? Erdöl. Erdöl ist das Rohprodukt, hat einen hohen Schwermetallanteil. Das sind riesige Mengen Pneu, die wir auf unseren Strassen abschwirgeln, geht direkt mit der Siedlungsentwässerung raus. Im Gewässer. Da hat auch der Bund gemerkt bei den Autobahnen, das kann so nicht weitergehen. Sie haben gerade in der Zürich-Sitzung lesen, der Autobahnabschnitt Zürich bis Wederschwil, wo man jetzt separat fassen, um eben
die haben Wasser in eine eigene Klärung schicken. Und Sie können sich vorstellen, in so einem dichten Strassennetz, wie wir das haben in der Schweiz, ist der Impact auf Wasser halt einfach enorm gross. Dann ziehe ich das Wasser generell, wenn Sie mal im Waldnähe sind, wo es einen Bach hat und es kommt regnen, werden Sie sehen, bei starkem Regenfall, bis der Bach anfängt drüben, geht das lang. Bis er anfängt zu steigen, geht es noch fast länger. Warum? Der Waldboden vor allem, aber auch die Wiese, ist wie ein Schwamm. Nimmt das Wasser auf und gibt es langsam ab. Sobald Sie jetzt aber in die Siedlungsnähe hineinkommen oder ins Siedlungsgebiet hinein, werden Sie sehen, dass die Bäche innerhalb kürzester Zeit eine enorme Wassermenge führen. Warum? Wir sammeln eben überall Wasser, überall haben wir versiegelte Böden, sammeln das Wasser, führen sie in Wasser rein und so können sie Wasser zugeführt werden, wo viel, viel mehr ist, als sie natürlicherweise hätten. Das führt wieder dazu, man hat ja dann auch Pech oft im Siedlungsgebiet noch kanalisiert, dass die Fließgeschwindigkeit so gross wird, Sie hören es dann einmal an, wie es rumpelt vom Geschirrtrieb, den sie mitbringt. Bei den Krebsen erkläre ich einmal, wenn ich Ihnen zweimal im Jahr würde mit dem Traktor durch die Stube durchfahren, dann würden Sie irgendwann sagen, weißt du was, da ziehe ich jetzt aus. Und genau so geht es den Tieren. Der Lebensraum wird auf einmal immer wieder derart feindlich, Zweck sind Zweck. Also da denken wir gut daran, nicht immer noch mehr Böden zu versiegeln. Auch an einer Tagung, wo ich war, in Bern, haben die Fachleute gesagt, wenn es den Alpenländern nicht gelingt, in den Frühlingsmonaten im Speziellen, wenn der Schneeschmelze mit grossem Regenfall zusammenfällt, nicht gelingt, das Wasser länger zurückzuhalten, dann wäre das Land wie Holland vor. Die Holländer haben enorme Summen für den Schutz vor dem Meer ausgegeben und sind sich gar nicht bewusst gewesen, dass fast die grösste Gefahr im Rücken liegt mit dem Süßwasser. Und wenn Sie vor einigen Jahren in Serbien oder auch in Bosnien gesehen haben, was für gigantische Überschwemmungen das die hatten, hat man einmal das Gefühl bekommen, was da am Ablaufen ist. Also wir hätten gut daran, nicht immer noch mehr Böden zu versiegeln, immer noch mehr Wasser zu sammeln, sondern eben wieder vermehrt auch versickert zu haben, was ja auch in der Bodenhütte, in der Bodenbewegung ja auch gemacht wird. Dann auf der nächsten Seite die Landwirtschaft, auch das eine never-ending story. Sie müssen wissen, der Kanton Zürich gehört, ist der 5-stärkste Landwirtschaftskanton, das wissen viele nicht. Wir haben nicht nur starke Dienstleistungen, Banken, Versicherungen usw. So wir haben auch eine sehr starke, produzierende, intensive Landwirtschaft. Das neue Landwirtschaftsgesetz 2018 versucht, das wieder ein bisschen zu korrigieren, beziehungsweise die Dichten, die immer noch viel zu hören sind, wieder runterzubringen. Man kann vereinfacht sagen, mit dem neuen Gesetz kommen die Landwirte wieder mehr Geld über, wenn sie weniger Kühe haben. Die Hochleistungskühe schiessen natürlich entsprechend hinten raus mit dem Kraftfutter. Das muss wieder aufs Land rausgebracht werden. In dieser Gülle, die ausgebracht wird, hat es einen Stoff drin, das ist das Nitrat. Wenn das Nitrat oberflächlich abgeschwemmt wird ins Gewässer und zwei Faktoren dazu kommen, haben Sie ein Algenwachstum. Was muss noch dazu kommen? Wärme. Wärme, sehr gut. Und? Sauerstoff, Bild. Ja. Sonnenlicht, ja. Photosynthese. Wärme, Sonnenlicht, Nährstoff, Peng haben Sie Algen, haben Sie viel Nährstoff drin, Peng haben Sie viel Algen. Die Algen tut über Nacht am Wasser Sauerstoff entziehen. Das kann dann zu so einer grossen Sauerstoffzerrung kommen, dass Sie ein Fischsterben bekommen. Möchten Sie daran erinnern? Heute über See Kanton Zürich steht eine Belüftungsmaschine auf dem See. Dürlersee steht eine Belüftungsmaschine drauf. Sandbachersee, Hallwilersee haben Belüftungsmaschinen drauf. 2015 haben Sie gehört, Baldeckersee, in der letzten Hitzesaison, hat der Kanton für 80.000 Stutz Sofortmaßnahmen müssen Sauerstoff unten reinpumpen. Am Greifensee haben wir eine permanente Sauerstoffleitung, die unten in den See geht, weil die Sedimente sind zu stark kontaminiert. Die Leute laufen unter die Ölsee und sagen, Herr, das ist schön in unserem Land. Ja, es ist schön. Aber der See hängt an einer Lungenmaschine und wenn Sie die Lungenmaschine abstellen, dann kollabieren die See am Greifensee ja von Zeit zu Zeit immer wieder passiert. Wenn Sie ohne keinen Sauerstoff mehr haben, gerade in der wärmeren Monat, dann müssen die Fische immer weiter rauf. Vielleicht hat dann das Problem, oben ist das Wasser zu warm und dann steht es um, dann ist es passiert. Also da täten wir gut dran, endlich. Und ich kann einfach auch da nicht verstehen, dass die Landwirtschaft nicht endlich versteht, dass das so nicht weitergehen kann. Wir müssen die Abstände zu den Gewässern verbreitern, wir müssen die Einträge aus der Landwirtschaft dringendst reduzieren. Die Fakten, die ich Ihnen aufgezählt habe, die reden eine so eine deutliche Sprache.
dass es wirklich mehr als angezeigt ist, da endlich jetzt zu reagieren. Der Pestizid, auch das ist eine never-ending story, in unserem Land werden 2200 Tonnen Pestizide ausgetauscht. Das sind im Wesentlichen drei Gruppen. Das sind Fungizid, Herbizid und Insektizid. Auf diesen Giftstoff steht immer eigentlich angeschrieben, toxisch für die aquatischen Lebensformen. Es ist klar, wenn Sie das rausspritzen, ein Teil kommt halt wieder mit dem Gewässer, also mit dem Regen in die Gewässer rein. Und da haben Sie eben die Erklärung, wieso das Nährtierbasis dermaßen einbricht, weil Sie einfach immer weniger, immer mehr Pestizide drin haben und durch das eben auch der Nährtierbestand sinkt und somit auch die Futterbasis für unsere Fische. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, kaufen Sie Bioprodukte. Ich weiss, es ist nicht immer alles geil von mir, aber beim Bio, in Gottes Namen, haben wir am ehesten Chancen, dass die Giftstoffe nicht zum Einsatz kommen sind. Gehen Sie jetzt auf die EAWAC und schauen Sie die Untersuchungen an, vom 16 über die letzten 5 Gewässer, die Sie wieder geprobt haben. Sie haben es im 13 schon gemacht, massiv überhöhte Pestizidwerte. Sie können die Gewässer, die Sie wollen, die sind überall massiv überhöht. Ganz schlimm ist es im Thurgau, das haben Sie vor einem Jahr, zwei, gerade im Kassensturz haben bis zu 90-fach überhöhte Pestizidwerte in den Gewässern. Das ist auch Ihre da in den Obstplantagen im Thurgius. Das noch zu den Pestiziden. Ein weiteres Beispiel, das mir auch manchmal sehr viel Sorgen bereitet. Im letzten Jahr haben wir eine Abstimmung gehabt im Nationalrat. Es ist darum gegangen, dass man im Perimeter von der Grundwasserfassung die Abstände erweitern, dass man nicht mehr so nah her darf. Da hat es doch tatsächlich Parteien gegeben und Landwirtschaftslobby, die das verhindert haben. Die Abstände haben nicht können erweitert werden. Und im Sommer haben sie die Warnung bekommen vom BAFU, der ganzen Schweiz ist die rausgegangen, dass man zunehmend Pestizidwerte in der Grundwasserfassung drin haben. Oder? Wenn da denke ich einmal einfach, ich bin im falschen Film. Wie ist das möglich? Dass man die nicht schützen, dass es Menschen gibt, die das noch nicht begriffen haben. Nun gut, das kann ich zwar nicht verstehen, aber ich weiss, dass es gibt, aber dass man auch den Menschen nicht schützen will. Das finde ich also schon langsam ein Ausmaß, das annimmt, das tragisch ist. Ich würde Ihnen gerne Besseres erzählen vom Wasser, aber ich weigere mich, Ihnen Sand in die Augen zu streuen. Ich bin aber überzeugt, Sie werden im nächsten Jahr noch öfter mal an meine Worte denken, die Sie heute hier Ihnen gehört haben. Und jetzt hören wir schnell. Ich weiss, die Lektion ist aber nicht ganz so einfach zu verdauen. Ich habe auch schon Leute, die aufgesprungen sind und gesagt haben, hört sie auf, hört sie auf. Und das einfach nicht erträgt, dass man die Realitäten einmal nebeneinander anlegt und aufzeigt. Und jetzt muss ich Ihnen gestehen, ich habe Ihnen nicht einmal alles erzählt. Der dritte Block, Mikroverunreinigungen, also nicht Mikroverunreinigungen, der Mikroplastik, den haben wir gar noch nicht abgelegt miteinander. Das habe ich Ihnen schon erzählt. Der Einstein-Bericht über den Wein. Wenn Sie dort den noch mal anschauen, werden Sie sehen, die Proben, die Sie nehmen, bei Basel. Und jetzt müssen Sie sich festheben, der Wein bei Basel hat die höchste je gemessene Mikroplastikkonzentration, die je in einem Flussgewässer weltweit nachgewiesen worden ist. Der Mikroplastik, der kommt aus drei Gruppen aus dem eigentlichen Leben. Auf der einen Seite ist es Plastik, das man fortrührt, das verkehrt in der Natur. Es geht sehr langsam der Prozess, dann noch sehr lange Boden drin. Das ist nicht so ein grosser Teil der Mikroplastik. Die nächste Gruppe, das sind Mikrofasern aus den synthetischen Textilien, die beim Waschen rausgespült werden und so in Gewässer rauskommen. Und mit Abstand der grösste Teil, das sind Pflegemittelprodukte, wo sie die sogenannten Peelings drin haben. Das ist ganz feiner Plastik, der die Funktion des Schürmittels haben sollte. Sie haben vor 2-3 Jahren gehört, sogar in der Zahnpasta ist der Grümpel noch drin, das ist unglaublich. Wenn Sie eben ein Duschmittel nehmen, eine normale Ladung, die Sie brauchen, zum einmal duschen und Sie lassen das durch einen Filter durch, haben Sie bis zu einer halben Zigarettenstunde reine Mikroplastik. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ja. Und Sie können sich jetzt vorstellen, darum ist das natürlich ein Wohlstandsproblem. Die Schweiz hat, wir haben alle Duschen, ich nehme an, die meisten von Ihnen werden, wie ich, auch mehr als einmal in der Woche duschen. Und entsprechend sind die Mengen von Mikroplastik natürlich enorm, wo die Gewässer rauskommen. Bei der Mikroplastik, die werden ausgewiesen als sogenannte Polyethylen.
Da wissen wir, dass sie Weichmacher drin haben. Beim Weichmachen wissen wir, dass krebserregend ist. Dann haben wir ja wieder das Problem, dass nachher über die Nährtiere eben in die Fische hinein und dann wieder zurück auf unseren Teller kommt. Das ist natürlich sehr appetitlich. Da wäre sicherlich der Bund gefordert, dass die Produkte endlich verboten werden in diesen Mitteln. Aber auch hier, ich habe das BAFU schon mal an einer Tagung dazu angefragt und die lapidare Antwort war dann einfach, ja, wir können in der Schweiz keinen Eigengang leisten bei den Produkten oder wir müssen uns quasi international anpassen. Also das ist ja schon fast eine Konkurserklärung per se. Also da wäre es wirklich wichtig, man könnte ja mit natürlichen Produkten arbeiten, Kriegen und so weiter. Es gäbe sicherlich andere Möglichkeiten, wie man könnte den Schürstoff reinbringen, ohne dass man auf solchen Stoff zurückgreifen muss. Sie haben vor kurzem in Genf grosse Tagespresse gehört. Seefahrerleute aus dem Genfersee sollen wir nicht mehr essen, wenn sie über 50 cm sind, weil sie solche PCB-Böhren gestanden haben. Ich weiss nicht, was wir noch hören müssen, dass wir endlich reagieren, aber es ist klar, wenn 1000 km auch nicht durch den Köpfe abgehackt werden, dann reagiert man irgendwo einfach auf solche Meldungen gar nicht mehr entsprechend. Ich habe selber die Krebskartierung vom Kanton Zürich durchgeführt. Das war eine freiwillige Arbeit von der IG der Roy Fischer. Und wenn Sie mal so in 1100 Bäche gestanden sind, dann wissen Sie, wie der Zustand von unseren Bächen ist. Und da macht mir niemand mehr ein U für ein O vor. Die sind grossenteils in einem innerlaurigen Zustand. Wenn wir eine Gesamtschau machen von unseren Gewässern, dann kann man sagen, grosse Mittellandseen heben sich erstaunlich gut, weil sie in der Regel sehr grosse Umwälzung haben oder grosse Verdünnung. Kleinseen, habe ich gesagt, die haben alle Schwierigkeiten. Man muss ihnen gut schauen, dass sie sich überhaupt halten können. Bei vielen haben wir am Boden, gerade bei Weiheranlagen, schon lange keinen Sauerstoff mehr. Es hat zwar noch Fisch drin, aber Krebsen und Muster sind bereits verschwunden, weil sie eben am Boden zu wenig Sauerstoff hat. Kleingewässer, Flussgewässer, die über das offene Gelände gehen, gerade in der Landwirtschaftsnähe, die sind in einem sehr bedenklichen Zustand, der allergrößte Teil. Das ist mir auch wieder bewusst geworden, als ich in der eigenen Gemeinde, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich den Tiefbau bei mir unter mir habe, in der Gemeinde, wo ich wohne, und da haben wir im Landschaftsgebiet, gerade als Siedlungsgebiet angrenzend, müssen einen Schacht ausbuddeln, wo ein Bach, der über die Landwirtschaft läuft, der aber gefasst ist, dort drüber hineinläuft. Und wo wir den Schacht aufgemacht haben, hast du gesehen, wie der Wasser in den Bach reinkommt. Und neben der Röhre läuft er dann in den nächsten wieder weiter. Und wo wir aufmachen, sehe ich wieder, der kommt noch Leitung, der kommt noch Leitung, der kommt noch Leitung. Das sind alles die sogenannten Meliorationen aus dem letzten Jahrhundert. Die haben sie in allen Böden drin, damit man aus der Landwirtschaftszone das Wasser wegbringt. Und die werden direkt in die Bäche hineingeleitet. Und es ist natürlich klar, mit den Düngemitteln, die wir einsetzen und mit den Pestiziden, kommt natürlich mit dem Regen einfach permanent ein Teil davon in die Leitungen hinein und geht direkt in das Gewässer hinein. Wenn wir Bäche anschauen, die gut bewaldet sind, dann ist immer wieder erstaunlich, wie die sich gut halten können. Aber es ist auch eigentlich einfach zu erklären. Auf der einen Seite haben sie eine gute Beschattung im Sommer, es wird nicht so warm. Und der Wald ist natürlich eine natürliche Pufferzone für die Landwirtschaft, da können sie nicht so nah dran mit ihrem Stoff. Und darum hat es dort in der Regel auch viel besser noch, wenn sie die Fischbestände halten können. Wenn Sie die grossen Flüsse anschauen, der Rhein, Limmat, Aare, von mir aus auch Ziel, Töss, reden Sie mal mit den alten Fischern, dann werden die Ihnen sagen, dass die Gewässer heute noch ein Schatten sind. Von dem, wo sie einmal gewesen sind, von dem Fischrichtung, wo sie noch kamen. Und ich denke, die Fakten, wenn man sie aneinander legt, die reden eine so eine klare Sprache. Und darum nochmal zum Schluss. Forellenbestand vom Ertrag 1980, 1,5 Millionen. 2016 sind wir jetzt bei 320'000 angekommen. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht aufzeigen, wie die Einbrüche vonstatten gehen. Und leider geht ja der Einbruch noch weiter. Man hätte ja können stoppen. Bis heute. Ja, also Herr Regli, wir haben jetzt miteinander die Lektion Gewässerökologie gehabt. Ich weiss, es ist eine happige Sache, wenn man das so das erste Mal gehört, aneinander gelistet. Was ist Ihnen, durch den Kopf, als Sie das so gehört haben? Einiges. Einiges? Ja. Einiges. Also das Erste, was ich machen wird, die Heim-WC, die Plastik, Duft,
Geschichte noch irgendwie. Ja, das erste sehr schön, Geschichte, ja. Ist mit der Frau Lampe haben, aber sie wird es verstehen, wenn ich das ihr dann erzähle. Ja. Das ist mal das Erste, was ich mache. Das Zweite ist auch der Dusche, wie wir gesagt haben. Mhm. Eine Handvoll, eine halbe Zigarettenstummel voll Feinpartikel, Plastik. Würde ich auch irgendwie Gedanken machen, was für Alternativen das da gibt. Jawohl. Ja. Und es ist, ich bin immer der Meinung gewesen, dass wir super schöne Gewässer haben in unserem schönen Schweizer Ländl. Ja. Ist mir total eingefallen, dass das nicht so ist. Und ja, das ist einfach mal so ganz oberflächlich die drei Sachen. Die Jawohl. Das freut mich, wenn Sie etwas mitnehmen aus der Lektion. Definitiv, ja. Und zwei, also was auch noch ist, die Landwirtschaft. Ja. Also dass da Politik und Landwirtschaft dass nicht einsichtig sind, eben da mit den Abständen plus Düngen, Mist, Gönnen etc., dass es mehr oder weniger eins zu eins ins Gewässer reingeht, dass es niemandem die Warnglocke leuchtet. Was? Danke vielmals. Bitte, gern schön. Ja, Herr Stübi, Sie haben jetzt auch die Ökologie-Lektion können mitverfolgen. Das ist Ihnen so durch den Kopf gegangen, als ich Ihnen also die Problemzonen und all aufgelistet habe. Ja, also gut, das mit der Landwirtschaft, das weiss man oder habe ich schon gewusst. Auch das mit Medikamenten, also alte Babypille war bei uns auch noch das Thema. Mhm. Ich bin natürlich im Alter, da braucht es Freundinnen. Ja. ja. Was mich ein bisschen geschockt, also geschockt nicht, aber was ich noch speziell gefunden habe, mit dem Plastik, kleinsten Plastikanteil, was drin hat, also ich denke jetzt mal, es ist immer die Landwirtschaft, die immer gerade so ein bisschen als allgemeins in den Fokus kommt, aber ich denke, wir können uns alle selber an die Nase nehmen, eben mit dem Beispiel WC-Tabs oder Medikamente und Plastik und all mit dem Zeug, ja. Also ich glaube, da muss jeder bei sich selber zuerst einmal anfangen, bevor man da auf Gruppen, also gut, Landwirtschaft ist natürlich das Thema, aber ich würde sagen, ja, da muss zuerst jeder selber mal schauen, das ist wahrscheinlich fast ähnlich viel. Ja, das tippe ich genau, das finde ich auch ein sehr schönes Votum von Ihnen. Man sollte immer zuerst gemeinen, bis ich das anfange. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau, ja. Aber immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen kann es auch nicht sein. Und wir haben jede Möglichkeit, in unserem Bereich da etwas zu machen. Was machen Sie jetzt genau, direkt? Ich dusche nur noch in dieser Woche. Nein, nur einmal duschen. Nein, sicher bewusster das Zeug brauchen. Vielleicht ein Tauschmittel, gerade wenn wir es davon haben. Vielleicht ein bisschen mit anständigen Mengen. Nicht irgendwie, ich weiß nicht wie lange, mit dem WC-Tab, weil man es eigentlich so einfach machen kann. Gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verzichte oder wegen der Freundin auch, aber es gibt sicher das eine oder andere. Wo man selber kann machen. Wo man selber kann machen, ja. Super. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt miteinander die Lektion Gewässerökologie gehabt. Was ist Ihnen so durch den Kopf, als Sie das gehört haben? Ja, viel bekannt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Jawohl. Ich weiss, dass mein Vater jetzt das nicht so gerne hören würde. Ja. Ja. Ich teile eigentlich Ihre Meinung. Ja. Ich finde es auch erschreckend, also mit diesen Belüftungen von der See, das habe ich so nicht gewusst. Ja. Aber ja, die ganze Mikroplastikgeschichte ist mir bekannt und darum auch alle Duschmittel schon lange umgestellt. Jawohl, sehr gut. Haben Sie etwas, was Sie mitnehmen vom Kurs, was Sie sagen, so, das mache ich jetzt daheim anders? Vielleicht muss ich noch mal mit meinem Vater diskutieren. Sehr gut. Das ist doch einmal ein super Ansatz. Ja, das ist sehr schön, ja. Ich finde mir auch klar, die Landwirtschaft hat es nicht einfach, oder? Die müssen auch irgendwo können überleben. Auf der anderen Seite, zu überleben, indem wir uns selber nach und nach einfach umbringen, das kann ja auch nicht Ziel sein. Und der Natur, glaube ich, die leidet halt schon sehr stark mit der intensiven Landwirtschaft. Das kann man lernen und lernen. Ja, so ist es, ja. Danke vielmals.